Gute Unterhaltung mit Pulheim TV wünscht Ihnen die GVG Rhein-Erft. Liebe Zuschauer, es ist wieder soweit. Die Pulheim Open laufen schon, ne? Das ist schon seit 2 Tagen dran und die Herren spielen noch. Seit Mittwoch. Wir haben da mit der Quali angefangen und am Donnerstag die erste Runde, gestern Viertelfinale, Achtelfinale und jetzt die Halbfinale-Finalspiele. Finalspiele sind heute Nachmittag? Nicht vor 14 Uhr. Wir hoffen, dass wir das mit dem Wetter auch hinkriegen, sodass wir da zwischen 14 und 14.30 Uhr anfangen. Also heute Samstag, 14 Uhr, 14.30 Uhr, Endspiele der Herren. Und die spielen ja schon richtiges Tennis, ne? Ja, das sind alles Top-Spieler. Viele 5 unter den ersten 100. Ja. Und die da drüber sind, die haben zwar die Ranking ein bisschen schlechter, weil sie 4 davon sind auf den Colleges in den USA. Aber von der Spielstärke her gehören sie auch unter den ersten 100. Das heißt, wir hätten so 7, 8 Spieler. Das heißt, die in den USA sind, die hören ja da nicht auf zu spielen. Die spielen ja da genau weiter. Die turnieren da genauso wie hier, oder? So ist es, nur sie spielen da keine deutschen Turniere, deswegen bekommen sie keine Punkte. Ja, klar. Das waren jetzt die Herren. Und dann haben wir einen Tag Pause und dann geht es weiter mit der Jugend. Wie alt sind die? Wir haben 4 Leistungsklassen bzw. Altersklassen von U16 bis U11. Mhm. Bei den männlichen Spielern haben wir 4 Klassen und bei den weiblichen 3. Ich werde schon immer mal gefragt, wie wird man da ein Profispieler? Man muss erstmal in den Verein gehen und dann trainieren die auch schon mehrmals in der Woche und spielen am Wochenende. Ist das so wie bei allen anderen Sportarten auch, so ungefähr? Genau so, ja. Das heißt, sie haben ganz häufig in der Woche Training oder viel Training, am Wochenende Spieler und so werden dann besser. Ob sie jetzt Profi werden, das steht auf einem anderen Blatt. Du bist ja auch Tennislehrer und du kennst dich ja so ein bisschen aus mit. Erkennst du sofort ein Talent? So wie beim Fußball zum Beispiel. Ein Talent erkenne ich als Trainer natürlich, aber das sind nur 10%. Der Rest ist Arbeit, Arbeit, Arbeit und Trainingsfleiß. Hast du denn schon mal einen Jugendlichen gehabt, der ganz hoch gekommen ist? Jetzt Wimbledon wäre übertrieben, aber schon gut gespielt hat? Einige Spieler habe ich schon trainiert, ja, aber die, wenn die besser werden, verlassen den Verein und gehen natürlich auf höhere Ebene. Ach, genau. Verlassen nicht einfach. Die verlassen mich. Ich habe die Grundarbeit geleistet und der Rest macht den weiter. Und die anderen kassieren dann die Kohle. Ja, so ist das Leben, ne? Genau. Ungerecht. Aber dafür machst du ja hier die Pulheim Open. Und nach der Jugend geht es weiter am Mittwoch. Am Mittwoch fangen wir die Ladies Cup, Damen an. Genau, mit dem Ladies Cup von Mittwoch wieder bis Samstag, wie bei den Herren. Und natürlich ist ja der Eintritt frei. Sie können immer hier hinkommen. Die Terrasse ist immer offen für Sie. Hier gibt es Essen, Trinken, wunderbares Tennis zu sehen. Und wenn Sie Fragen haben, er ist auch immer da. Er ist ja der Chef des Ganzen und er weiß Bescheid über alles. Ich vermute es. Okay. Danke. Danke.